Hallo, hier ist Stefan von sportwetten.org. Ich erkläre euch heute alles zum Thema Bonus. Auf unserer Seite haben wir einen großen Wettbonusvergleich, in dem wir die aktuellen Bonusangebote für Neukunden vergleichen. Wir berücksichtigen dabei alle seriösen und zuverlässigen Anbieter, die es in Europa gibt. Als Sportwetten-Fan solltet ihr grundsätzlich daran interessiert sein, bei einer Registrierung bei einem neuen Buchmacher einen Bonus zu bekommen. Das ist fast immer möglich. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, denn die meisten Buchmacher wissen, dass Sportwetten-Fans ganz gezielt nach Bonusangeboten suchen. Aber die Qualität der Bonusangebote unterscheidet sich zum Teil erheblich. Und auch bei den Bonusbedingungen gibt es Unterschiede, die durchaus relevant sind. Wenn ihr einen interessanten Bonus sucht, dann ist unser Wettbonusvergleich genau die richtige Wahl für euch, denn mit diesem Werkzeug könnt ihr gezielt nach den Bonusangeboten suchen, die für euren Bedarf optimal sind. Wir haben hier eine Übersicht, in der wir die diversen Bonusangebote, die auf dem Markt verfügbar sind, anzeigen und es gibt nun die Möglichkeit, über die Filteroption, die wir hier oben haben, das Angebot so einzuschränken, dass ihr genau die Bonusangebote angezeigt bekommt, die für euch relevant sind. Was sind das nun für Filteroptionen? Schauen wir einfach mal. Wir haben hier zum Beispiel Live-Wetten. Das heißt, wenn ihr einen Wettanbieter sucht, der Live-Wetten anbietet, dann klickt ihr einfach das hier an. Mobiles Wetten ist ein wichtiges Thema. Nicht jeder Wettanbieter hat eine App oder eine mobile Webseite, aber fast jeder. Wenn ihr die Wettanbieter ohne mobiles Angebot ausschließen wollt, dann klickt hier. Wettsteuerabzug ist ein Thema für Kunden mit deutschem Wohnsitz. Wenn ihr gezielt nach Anbietern sucht, die keine Wettsteuer haben, dann klickt das hier an und ihr seht, die Liste ändert sich dann, weil es nur noch wenige Anbieter gibt, die keine Wettsteuer berechnen. Anders ist das bei der Webseite auf Deutsch, weil fast jeder Anbieter, der Kunden aus Deutschland und den anderen deutschsprachigen Ländern akzeptiert, hat auch eine Webseite auf Deutsch. Das ist einfach ein riesiger Markt und den möchte sich kein Buchmacher entgehen lassen. Die Einzahlung mit PayPal ist hingegen nicht bei allen Anbietern möglich. Da PayPal aber eine der beliebtesten Zahlungsmethoden im Internet ist, kann es sein, dass das für euch ein wichtiger Punkt ist, den ihr hier berücksichtigen könnt. Wenn es euch wichtig ist, dass ihr einen Wettanbieter mit überdurchschnittlich hohen Quoten bekommt, könnt ihr hier klicken und dann seht ihr, da fallen dann auch schon ein paar raus. Wobei ihr da vorsichtig sein sollt, überdurchschnittlich hohe Quoten insgesamt bedeutet nicht, dass jede einzelne Quote gut ist, aber wenn ihr nur einen einzigen Wettanbieter haben wollt mit einem lukrativen Bonus und überdurchschnittlich hohen Quoten, dann ist das hier genau der richtige Punkt für euch. Wenn ihr daran interessiert seid, bei einem Wettanbieter auch Livestreams zu nutzen, solltet ihr hier diesen Punkt auswählen. Es gibt Wettanbieter mit Livestreams und es werden zum Glück immer mehr Wettanbieter, die Livestreams anbieten, aber es gibt auch einige Ausnahmen. Ein wichtiger Punkt für manche Sportwettenfans, aus unserer Sicht aber nicht unbedingt der wichtigste, ist eine deutsche Lizenz aus Schleswig-Holstein. Die haben zumindest einige Wettanbieter, aber nicht alle. Ihr könnt auch einen Wettanbieter ohne deutsche Lizenz problemlos nutzen. Dann schauen wir hier nochmal nach der Mindesthöhe des Bonus, die könnt ihr auch eingeben. Wenn wir hier 100 Euro eingeben, dann seht ihr, die Liste ändert sich kaum, weil die meisten Wettanbieter mindestens 100 Euro als Bonus anbieten. Gehen wir ein bisschen höher, dann lichtet sich das Feld schon und wenn wir ganz nach oben gehen, dann seht ihr, bleibt nur noch einer übrig. Die Höhe des Bonus allein ist aber noch nicht unbedingt ein Argument für die Qualität. Wenn ihr einen Bonus auswählt, solltet ihr immer auch darauf achten, dass ein möglichst hoher Prozentwert vorhanden ist. Wenn ihr nur 100% Bonusangebote haben wollt, das heißt Bonusangebote, bei denen die Einzahlungssumme mindestens verdoppelt wird, dann solltet ihr hier auf 100% gehen. Ihr könnt aber auch die 50% auswählen, dann werden zum Beispiel die wenigen 25% Bonusangebote aussortiert. Also da könnt ihr euch nach Lust und Laune austoben. Die einzelnen Bewertungen der Bonusangebote findet ihr, wenn ihr hier jeweils dann
Auf den Bonus klickt, da haben wir dann eine umfassende Besprechung des Bonusangebots. Wir erklären euch, wie ihr den Bonus bekommt. Braucht ihr einen Bonuscode? Ist der Bonus auszahlbar? Wie ist die Mindestquote? Also alle Details bis hin zur Bonusfrist erklären wir euch. Das könnt ihr bei allen machen. Ich zeige das hier nochmal bei einem anderen Anbieter. Und da habt ihr dann die Möglichkeit, euch vor der Registrierung schon detailliert zu informieren. Wie geht ihr jetzt am besten vor? Wenn ihr einen neuen Wettanbieter sucht, dann ist der Wettbonus für Neukunden immer ein relevantes Thema und ihr solltet euch unbedingt vor der Registrierung genau informieren. Nach der Registrierung kann es zu spät sein, denn unter Umständen müsst ihr schon bei der Registrierung einen Bonuscode angeben. Meistens ist das erst bei der ersten Einzahlung erforderlich. Manchmal gibt es aber Fristen, die zwischen der Registrierung und der Einzahlung eingehalten werden müssen, damit ihr den Bonus überhaupt bekommt. Also geht ganz auf Nummer sicher, informiert euch auf sportwetten.org genau über den Bonus, indem ihr hier dann klickt und euch den Bonus, der für euch interessant ist, genau anschaut. Dann könnt ihr sicher sein, dass ihr den Bonus auch in der gewünschten Höhe bekommt. Leider gibt es immer wieder Sportwettenfans, die einfach losklicken, sich anmelden, einzahlen und sich dann hinterher wundern, dass sie keinen Bonus bekommen haben. Zu diesen Sportwettenfans solltet ihr nicht gehören. Derart negative Erfahrungen könnt ihr komplett verhindern, wenn ihr auf sportwetten.org geht und euch intensiv mit den einzelnen Bonusangeboten beschäftigt, bevor ihr euch bei einem Wettanbieter registriert. Im besten Fall, wenn ihr viele verschiedene Bonusangebote nutzen wollt, wenn ihr also zu einem klassischen Bonusjäger werden wollt, dann könnt ihr die Bonusangebote nach und nach nutzen. Geht dabei nach Qualität vor. Je besser der Bonus ist, desto früher solltet ihr den Bonus nutzen. Das ist die einfachste Methode, um schrittweise das Wettkapital zu erhöhen. Nutzt auch unseren Quotenvergleich. Wenn ihr den Bonus umsetzt, dann könnt ihr zusätzlich profitieren, denn je besser eure Quoten sind bei den einzelnen Wetten, desto größer ist die Gewinnchance dann mit dem Bonus. Achtet darauf, dass ihr während der Bonusphase keine Auszahlung macht. Meistens ist das komplett verboten, aber es gibt auch Wettanbieter, bei denen eine Auszahlung möglich ist. Das hat dann aber immer zur Folge, dass ihr den Bonus und den Bonusgewinn verliert. Das kann sehr unangenehm sein, also macht es euch zur Grundregel, Auszahlung erst dann beantragen, wenn die Bonusbedingungen komplett erfüllt sind. Das wird meistens im Kundenkonto angezeigt, aber informiert euch da individuell bei jedem Wettanbieter. Wir haben da auch wichtige Tipps in unseren Bonusberichten. Ich empfehle euch grundsätzlich, beschäftigt euch nicht nur mit Bonusangeboten, sondern mit dem Thema Sportwetten insgesamt. Wir haben hier alles zu Wettanbietern, natürlich zu den Bonusangeboten. Der Quotenvergleich ist für Bonusjäger sehr wichtig. Wir haben aber auch alles zu Strategien, aktuelle Wetttipps, eine große Wettschule, ein großes Magazin und eine Community. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne teilnehmen. Ihr könnt euch hier kostenlos registrieren und dann auf sportwetten.org einen Erfahrungsaustausch mit anderen Sportwettenfans erleben. Ich wünsche euch in jedem Fall viel Erfolg mit euren Bonusangeboten und mit euren Sportwetten insgesamt.